Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss mich schon wundern über die Äußerungen, die jetzt bisher so zu diesem Gesetzentwurf verlautet wurden. Wir können ja froh sein, dass die Landwirte wahrscheinlich in dieser Tageszeit arbeiten müssen, das nicht hören müssen. Sie sollten sich wahrscheinlich vom Mähdrescher werfen, vor lauter Verzweiflung. Denn wenn man hier sagt, man vertritt die Interessen der Landwirtschaft und dann gleichzeitig den mit 95 Millionen neu belastet, das passt, glaube ich, nicht so ganz zusammen. Und Herr Kollege Görke, Sie hatten ja in der letzten Woche angemerkt, ich würde, also unsere Fraktion, EU-Bashing betreiben. Das kann ich natürlich so nicht bestätigen. Ich denke mal, die EU hat ja genügend Aufgaben, die sie eigentlich erfüllen könnte im Wirtschaftskampf mit Russland, USA oder China. Aber sie konzentriert sich im Weitwesen darauf, uns mit Bürokratie zu überlasten, insbesondere auch hier den Landwirten das Leben schwer zu machen. Vielleicht sollte der ein oder andere mal den Eid verinnerlichen, den Kanzler, Minister und auch wir als Bundestagsabgeordnete geleistet haben, zum Wohle des deutschen Volkes seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm abwenden. Das steht nichts von Europa. Aber wir wollen heute nicht über Europa sprechen, sondern uns über die Fakten unterhalten. Ich hatte letzte Woche in meiner Rede schon bemängelt, dass das Tempo, mit dem das Gesetz verabschiedet wird, unangemessen hoch ist. Und das Sie ja da, auch in der Anhörung am Montag bei den Sachverständigen, war das genau das Hauptthema. Wir haben am 4.11. wurden die Verbände angehört. Am 5.11. mussten sie schon eine Stellungnahme abgeben, also innerhalb von 24 Stunden. Die mündliche Anhörung erfolgte am 15. November und heute am 18. November soll das Gesetz bereits verabschiedet und am 01.01.2022 in Kraft treten. Da es ja ein landwirtschaftliches Thema ist, könnte man auch salopp sagen, das Gesetz soll im Schweinsgalopp durch die Gremien gepeitscht werden. Und wenn ich dann im Entwurf lese, dass die Kosten, also die internen Kosten der Unternehmen bei der Umsetzung bei 180.000 Fällen gerade mal bei 170.000 Euro liegen soll, muss ich schon lachen. Ja? Das kann nur jemand geschrieben haben, der von der Praxis keine Ahnung hat. Denn so eine Gesetzesänderung löst natürlich auch einiges aus. Die Rechnungslegung muss geändert werden, die Buchführungsprogramme müssen angepasst werden, es müssen Verträge teilweise rückwirkend geprüft werden bezüglich dieser neuen Umsatzsteuer und müssen gegebenenfalls auch angepasst werden. Und es muss vielleicht auch sogar externe Beratung herangezogen werden. Und das alles in 3 Minuten für 1 Euro pro Fall, das ist schon sehr realitätsfremd. Deshalb haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, der vorsieht, dass diese Änderung nicht zum 01.01.2022, sondern erst zum 01.07.2022 in Kraft treten soll. Das wird auch konform gehen mit dem abweichenden Wirtschaftsjahr, welches die meisten Landwirte anwenden. Diese Möglichkeit wird auch gleichzeitig die Möglichkeit eröffnen, und das war der zweite Kritikpunkt in der Anhörung am Montag, dass die Berechnungsgrundlage des Durchschnittsstaates angepasst wird. Denn es kann nur die Unternehmen einbezogen werden, die auch wirklich unter 600.000 Euro Umsatz liegen. Das ist im Moment nicht der Fall. Meine Damen und Herren, ich weiß, bei Anträgen kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Ich bin skeptisch, ich bin der letzte Satz. Danke. Aber es geht hier nicht um Migration oder Corona, es geht hier um unsere Landwirte. Deswegen bitte ich aus Realitätsgründen, diesem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke erhält das Wort der eben angesprochene Kollege Christian Görke.